Geht gerade an, die Post ist da. Da sind unsere Campingstühle drin. Die neuen Campingstühle fürs Womo. Also schwer sind die vier Stühle nicht, das ist ja schon mal ganz gut. Soll ja nicht schwer sein fürs Womo geht. Eieieiei. Das ist aufregend. Da sind die Stühle drin. Ja, da werden wohl die Stühle schon drin sein. Ja, wir haben es angekündigt. Steht ja drauf. Wo denn? Hier. Da. Ach, da steht was. Alu Hochlehner. Aha, von Däuber. In schwarz? Nein. Hast du das in schwarz bestellt? Nee, ist doch Silber. Der Punkt ist doch Silber, nicht schwarz. Steht aber schwarz drauf. Der Tisch fehlt noch. Ja, der Tisch kam ja auch von... Woanders. Von woanders her. Du, ich würde dir gerne helfen, aber es ist im Moment leider völlig unmöglich. Die Kamera. Das macht ja einen Spaß, dir dabei zuzugucken. So. Ach, das ist ja easy. Ist ja gar nicht, dass man was schrauben muss. Ja, was willst du denn da schrauben? Ich möchte auch rein. Ich möchte auch. Ja, ach so. Du bist auch rein. Aber, jetzt passt auf, Freunde. Wir gucken dem Toni jetzt im Sitzen dabei ach, zu. Das ist ja. Ah. Voll fies. Ach, die Leni sitzt schon. Kann man das sehen, wenn ich das umdrehe? So, Stuhl, Leni. Leni. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt. Scheiße. Ach, ist das gemütlich. Freunde, so ein Campingstuhl ist das wahre Leben. Ja, so müssen, sieht das aus. Wir müssen nur mal schauen, wie lange die halten. Weil die waren jetzt echt preiswert. Sagen wir es mal so. Die waren echt preiswert. Ja? Die kann man auch feststellen. Da haben vier mein Stück, Kopf ist ab und zu mal ab, aber es macht da was. Haben vier Stück so viel gekostet, wie bei manchen einer nicht zu bekommen ist. Aber wir dachten, weil wir ja Anfänger sind, und noch nicht mal ein Wohnmobil haben. Wir müssen sparen. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Wir sparen. Also bequem sind sie. Ja, völlig. Ja? Gut, seitlich, das stimmt. Das stand auch in der Kundenbewertung. Ja, muss man ja nicht drauf turnen. Ja? Ich möchte jetzt nicht sagen, aber wenn ich drauf sitze, wackelt hier gar nichts. Ja, das liegt an meiner Größe. Ja, ich schätze jetzt an... Und das kann man auch verstellen. Ja. So, hier guck mal, so ein bisschen so, relaxen, ja. So, wenn die Sonne scheint, kann man sich schon vorstellen, ne? Ja. Mama, das Licht da neben dir, ne? Das Licht war... Das geht nicht. Das geht... Oh, nicht weiter. Oh. Ach nee, das geht... Ach, so, die Sonne scheint. Weißt du? Und dann kann man so... Ja. Ja. Das kann man sich ja schon vorstellen. Kann man sich vorstellen. Ja. Es bleibt festzustellen. Das bleibt festzustellen. Ich hoffe, man sieht es. Wir haben die ersten Campingstühle. Kein Campingwagen, aber Campingstühle. Ja, man muss ja mal anfangen, ja. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir uns jetzt für teuer Geld was mieten, kaufen wir es lieber gleich. Wir brauchen es ja sowieso. Wir brauchen es sowieso irgendwann. Spätestens nach der Messe in Düsseldorf brauchen wir es sowieso. Ja, mal gucken wegen Geldbeutel. Tschüss. Tschüss. Das neue Päckchen ist gekommen. Schaut euch das mal an. Da. Ach so, ich muss die Kamera wieder gerade halten. Hm. Ich weiß auch nicht. Also, das Päckchen ist da. Vielleicht nehme ich das Ding in die Hand. Nein. Gut. Du packst aus. Pass auf. Die neue Campingausrüstung. Naja, Camping. Was ist denn da drin überhaupt? Geschirr. Wir haben Geschirr bestellt. Ausrüstung ist jetzt. Ausrüstung ist übertrieben. Ausrüstung. Achtung. In so einer kleinen Kiste. Eine ganze Ausrüstung. Oh! Also ein. Ein Wasserkessel. Ein Wasserkessel. Nicht für zu den groß, Kaffee. Weil jetzt für uns beide reicht der. Und den Tee. Und. Ein Kaffeefilter. Hier unten mit so einem verlängerten Nupsi. Keine Ahnung, ob das gut ist. Soll besser auf eine Thermoskanne passen und ja. Sah irgendwie komisch aus, aber. Hat keiner gesehen. Ihr guckt es erst ab 23 Uhr, dann geht es. Und was noch? Das ist das Geschirr. Leute, das Geschirr. Da ist noch was. Und ein Buch. Ja, aber geht doch. Für die Carrado-Tour im Sommer mit dem Wohnmobil in die Niederlande. Ist schon wieder schief. Mit dem Wohnmobil in die Niederlande. Wow, da können wir lesen. Und? Und? La 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 la! Tada! Ich wollte mich beeilen. Leni muss weg. Dass das nicht so langatmig ist für euch. Du kannst schneiden. Hier, erstich mich nicht. Eine Kunststoff-Melamin-Fassung. Hier, schlecht ist sie nicht. Ja, sag ich doch.
Geht auch mit der Farbe. Hm? Die Farbe ist oder? Schön. Das ist neutral, das passt geht. Zu allem. Geht. Und Schüsseln? Müsli-Schüsselchen. War ein 16-teiliges Set, oder wie war das? 16 Teile. 4 Tassen, 4 Müsli-Schüsseln, 4 große Teller, vier und kleine Teller. Ja. Ist in Ordnung. Wie guckst du? Jetzt brauchen wir nur noch das Wohnmobil, dauert noch 4 Wochen. Also wie Teller aussehen, könnt ihr euch vorstellen. Die packe ich jetzt nicht aus. Ja, vielleicht möchte ich sie sehen. Ach so. Das ist doch langweilig für die Zuschauer. Kannst du schneiden? Oh! Ja. Ja. Mach doch nicht alles kaputt. Ich mache nicht alles kaputt. Das sind die Ecken. Also, nicht ganz eckig, aber... Tada! Und wo sind die Kleinen? Ja, die werden irgendwo sein. Lass mich mal reinhalten. Ich mach das mal weg. So, Achtung. Teller. Schüssel. Das war nicht so teuer hier, das Set, ne? Wir haben jetzt dafür bezahlt 35 Euro, weil wir uns dachten, wir müssen nicht gleich 70 ausgeben, wie wir es schon woanders auch in Geschäften gesehen haben. Ja. Es reichen auch erstmal 35 für uns als Anfänger, weil wir brauchen ja auch noch ein Wohnmobil, ne? Das ist ein Teller. Ob der jetzt... Es gibt welche, die haben hier unten noch so einen Gummirand eingelassen, dass das nicht wegrutscht, aber wir stehen ja beim Essen, also... Ja, haben wir auch gedacht, weil zu Hause unsere Teller haben ja auch keinen Gummiring unten drunter und da stehen sie genauso auf dem Tisch. Also wird sich weisen, ob das gut ist und wir werden es euch erzählen, wie immer. Und beim Fahren essen wir ja nicht. Nein. Am Tisch, das und die Tasse ist ja sowieso eingeklemmt, also kann nichts passieren. Also haben wir das günstigste, preiswertere genommen. Aber schön ist es. Und eckig, weil der Toni nämlich meinte, eckig passt besser in den Schrank, zum Wegräumen ist vielleicht besser als rund. Der Wohnmoment muss es ja wissen. Also, Frau Camping, so gedacht, sagt Tschüss. Und der Wohnmoment auch. Tschüss. Tschüss. Ich will aber immer noch keine Kanne. So, der Kaffeefilter, extra hier unten mit Nupsi gekauft, damit es besser auf der Kanne steht, ist eigentlich schon durchgefallen. Wir haben es zwar noch nicht nicht mit Kaffee und heißem Wasser ausprobiert, aber mal so. Als wir in den Schwarzwald gefahren sind, hatten wir das ganze Wohnmobil ja irgendwie vollgeladen mit Geschirr und Filter und allem Möglichen. Und da war der Filter dabei und rutschte auf der Kanne hin und her. Das fanden wir doof, weil wegen heißem Wasser, Verbrühen und so weiter. Jetzt mag ich keine Thermoskannen und habe hier so eine tolle IKEA-Kanne. Muss ich jetzt mal sagen. Die liebe ich und da wollte ich gerne einen Filter für haben. Habt ihr die jetzt gesehen? Jetzt, die IKEA-Kanne. So. Da wollte ich gerne einen Filter für haben. Und da hat sich der Toni doch gedacht, als er es im Internet gesehen hat, er nimmt das hier mit dem Nupsi unten. Das hält nämlich besser. Pustekuchen. Wackelt. Schreibt man im Netz. Wackelt aber noch mehr als die andere. Die hat besser gestanden, ja, weil die sich hier nämlich noch eingerastet hat. Ich weiß schon. Der andere Filter. Ja. Also haben wir jetzt wenigstens, hier seid ihr, du musst die Kamera auch bewegen. Hier unten. Jetzt haben wir unsere Thermoskanne doch ausgepackt. Die hat ja hier eine kleinere Öffnung, ist aber genauso käsig. Ja. Jetzt haben wir einen Kaffeefilter, aber keine Kaffeekanne. Ja, dann organisieren wir noch eine... Du musst dich nicht so bücken. Doch, weil du hältst das also rund. Ja. Also wir organisieren noch eine Kaffeekanne. Eine Kaffeekanne. Ja. Tschüss. Tschüss. Da ist er. Da bin ich. Halt mal das Ding wieder gerade. Ja. Aber das kann bei mir so schief sein. Du machst immer so. Oder so. Meinst du? Weiß ich nicht mehr. Also, hier sind wir mal wieder. Es geht um den Campingtisch. Der hat nämlich noch gefehlt. Geht es nicht um den Campingtisch? Doch, es geht um den Campingtisch. Der hat noch gefehlt. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja, weil der steht nämlich hier. Wir hatten ja einen bestellt. Wir haben die Stühle ja bekommen. Wir haben das Geschirr bekommen und so weiter. Das haben wir das ja schon. Das Buch. Genau. Und der jetzt, Kaffeefilter. Erzähl du halt. Nee, mach ruhig. Gut. Und er war auch ein Tisch eigentlich bestellt, aber der hatte Lieferschwierigkeiten. Also haben wir den storniert und einen anderen Tisch geholt, nämlich beim Discounter, beim Norma. Der war in der Aktion und da dachte ich, da kannst du nichts verkehrt machen. Wir müssen ja ein bisschen auf den Preis gucken, weil wir wollen noch ein Wohnmobil kaufen. Und da kann man ja bei Campingmöbeln kann man ja echt Geld lassen, ja. Und das wollten wir nicht, waren wir auch erstmal nicht bereit. Wenn jetzt hier das ein oder andere dabei ist, was nicht so toll ist von der Qualität, dann wissen wir aber, es war günstig und wir kaufen uns dann.
und wir kaufen uns dann was Gescheites. Genau. Aber jetzt erst packen wir erstmal den Tisch aus hier vom, normal, vom Discounter. Ja. Ich will die Packung nicht kaputt machen, falls da irgendwie was dran ist, dass wir den eventuell wieder einpacken können. Ich denke, der ist leicht. Ja, das muss man jetzt dazu sagen. Der ist jetzt vielleicht nicht so leicht, ich kann ihn auch nachher mal wiegen, wie die Tische, die so im Fachhandel angeboten werden. Ja? Aber hier, mal ganz ehrlich, ja? Ob ich jetzt einen Tisch für 100 Euro kaufe, der dann 5 Kilo wiegt, oder ob ich einen Tisch für 35 Euro kaufe, der wiegt 8 Kilo, glaube ich, steht da drauf, oder 8,5. Ich habe jetzt nichts auf gesehen. Die 3 Kilo kommt es dann am Ende auch nicht an, denke ich mir mal. Ja. So, schau mal hier, der hat hier so einen Griff. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, und der ist aus Vollkunststoff. Es gibt viele, auch hochpreisige Tische, die haben dann eine MDF-Platte mit so einer Kunststoffeinfassung. Wenn es da mal regnet, ich weiß nicht, MDF und Regen, das sind so zwei, richtig, jetzt habe ich schon mal. Tada! Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt aber nicht, wie der auseinander zu klappen geht. Es war aber gut. Aber durchaus her. Ja, irgendwo muss man dann da drauf drücken. Das ist es schon. So, und dann einmal klapp. Das muss man bestimmt hier noch mit ein bisschen Schmackes. Ja. Ach so. So, weißt du? So einklipsen. Verstehe ich. Ja, ich will jetzt nicht so brachial. So, zack. So, was der aber nicht hat, das muss man jetzt ja auch sagen, die andere Tisch, der hatte hier unten so Kunststoffstellrädchen drin, die man rausdrehen konnte, dass man ihn in der Höhe verstellen kann, falls es uneben ist irgendwo. Hier muss halt der Zerbierfützel unterlegen, ja. Und wie geht der überhaupt rauszuklappen? Hier auf den Knopf da unten drücken oder was? Ja, ich kannst mal davon du die aus. So, da drückst du da drauf. Und dann zieh doch mal. Ach, einer muss. Oh! Ja, okay. Du, ich drück hier und du. Achso, hier müssen wir ziehen. Gut. Au! Hast du wehgetan? Aua! Das ist ein bisschen unpraktisch. Leicht geht anders. Ich halte wieder hier und weiß ja jetzt. Nein, jetzt habe ich Angst. Weg, geh weg. Ach, das geht aber. Da kann man hier den einen machen und dann macht man hier den anderen. Und wenn das zweimal gemacht ist, dann flutscht das auch wahrscheinlich ein bisschen besser. Wir stellen ihn mal auf. Oha. Tada. Also, hey. Also, was willst du machen mit 35 Euro? Das ist doch tippitoppi, ja? Und wie gesagt, wenn es den zerreißt, okay. Dann ist nicht so schlimm. Dann ist erstens mal nicht so schlimm und zweitens weiß man dann, ob man wirklich Stellschrauben braucht, ob der und wie teuer und wie schwer und bla bla bla. Können wir uns immer noch mal dann genauer, aber wenn du alles auf einmal anschaffen musst, dann müssen wir halt echt ein bisschen auf den Preis gucken. Und das war jetzt gerade so eine, na, wie sagt man? Ein Schnapp. Ein Schnapp. Es war ein Schnapp beim Norma. Zufall Schnapp. Einfach, ja. 36 Euro und... Ja, weiß ich nicht mehr. 35 Euro. Also 34,95 oder was? Keine Ahnung. Das war ein Supermarkt. Ist okay. Halt. So, und jetzt legst du den wieder zusammen. Und ist schön zusammenklappbar für die Heckgarage. Ja, klar. So. Den kannst du auch schön sauber machen. Schwuppdiwupp. Abduschen. Den kannst du abduschen. Ne? Rostet das dann nicht hier alles da, das ganze Gemäß? Ja, das kann natürlich sein, dass das rostet, wenn man das abduscht. Aber wenn man das so hinstellt, dass es gleich abtrocknen kann, dann wird das schon gehen. Es wird ja innen auch pulverbeschichtet sein oder was, ja. Das da und das da. Ach so, erst runter. Zack, zack. Weg. Und hier drauf. Einfach. Und rum. Und den Griff draußen lassen. Einklappen. Und schon. So, schau her. Kann's losgehen. Ja? Ab in die Garage damit. Ja, richtig. Also. Ja, haben wir jetzt alles? Wir haben Geschirr, Besteck haben wir schon aussortiert. Hatten wir nämlich noch die Kaffeekanne. Die Kaffeekanne brauchen wir. Ja, aber das ist jetzt, damit, da glaube ich, machen wir jetzt keinen Staatsakt draus. Da gucken wir einfach mal. Ich nehme einfach meine Ikea-Kanne mit. Ja, wackel, wackel. Wir werden noch irgendwo eine finden. Also. Hey, ich denke mal,
Bis zur Chanson-Ausfahrt. Nee. Nee? Davor ist noch Ausstellung bei Rapido. Ach, wir haben noch eine Rapido. Wir haben noch eine Rapido-Ausstellung und werden erstmal noch dahin fahren, weil bis wir mit dem Chanson durch die Gegend fahren, dauert es noch 3 Wochen. Ja. Und dazwischen ist noch eine Rapido-Ausstellung. Also werden wir wahrscheinlich erst da noch mal einen kleinen Zwischenbericht machen von Rapido und dann holen wir den Chanson ab. Genau. Mit Hubbett. Ja, alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschüss.